Sozialraumorientierte Schulen sind Schulen, die die Volksschule, die Regelschule mit dem Quartier vernetzt sind, aber umgekehrt natürlich auch das Leben, die Initiative vom Quartier in die Schule holen. Wir hatten im Kanton Luzern ein Projekt, gehabt, wo 6 Schulen mitgewirkt haben. Er hat mit Ausschneiden und Malen. Also zu mir kommen in das Atelier Kinder von der Primarschule St. Carli, die gerade hier nebenan ist, die neben der obligatorischen Schulzeit Lust und Interesse haben, künstlerisch etwas zu schaffen. Durch das, dass die Kinder hierher kommen, kann ich auch von ihnen profitieren. Sie profitieren von mir, von meinem Wissen, von meinem Hintergrund. Und gleichzeitig inspiriert es mich sehr, was sie machen, was sie beschäftigt, wie sie umgehen mit Farben, mit Papier, jetzt heute die Collage. Und ich finde, es ist eine totale Win-Win-Situation. Also unser Betreuungsangebot im St. Carli Schulhaus ist eigentlich ein freiwilliges Angebot. Die Eltern unserer Schüler können ihre Kinder bei uns anmelden. Wir gehen voraus, wir machen auch Ausflüge am Mittwochnachmittag. Sie haben einfach die Möglichkeit, auch mit ganz vielen anderen Kindern zu spielen. Es ist eine grosse Durchmischung bei uns. Die Kinder haben die Möglichkeit, auf verschiedensten Ebenen ihre Kompetenzen zu erweitern. Das ist uns ganz wichtig. Und das sind so Möglichkeiten, die entstanden sind, seit wir eigentlich in diesem Projekt gestartet haben. Nach und nach sind immer mehr Sachen dazugekommen. Also uns ist es auf jeden Fall ganz fest wichtig, dass wir in so einer Schule bleiben. Wir haben in den letzten Jahren viel Zeit investiert und werden auf jeden Fall in Zukunft weiter Angebote schaffen. Da sind auch schon ganz viele Ideen rum, auch Vernetzungen mit noch anderen Playern im Quartier, wo wir sicher werden auf jeden Fall weiterhin miteinander auf den Weg gehen. Frauen treff Liebe, Frauen treff mein, wann wollen wir wieder beisammen sein? Am Donnerstag. Multikulti ist eigentlich ein Frauentreffen, wo sie neue Freundinnen finden, Deutsch lernen, aber auch unsere Kultur können lernen und ihre Kultur uns allen näher bringen. Die Grenzen von Italien. Wie heisst das da? Tessin. Tessin. Lugano. Lugano gehört zum Tessin. Ja. Südschweiz, Italienisch, Westschweiz, Französisch. Und ihre Kinder werden nebenan in Kinderfrühförderung geschickt, wo sie auch Deutsch lernen können. Die Sonne ist ein Stern. Genau. Das ist ein Monat. April ist ein Monat. Es gibt 4 Jahreszeiten. Mhm. Wenn der Winter vorbei ist, kommt der Sonne. Nein. Frühling. Ja. Frühling. Dann ist Osterhase. Ja, dann kommt der Sommer. Wir arbeiten eigentlich Hand in Hand. Wir versuchen, dass sie das gleiche Vokabular haben wie wir, damit sie das daheim auch mit ihren Eltern können besprechen können. Dass vielleicht, wenn Kinder das bringen oder Mütter, dass die Mütter das ihnen auch erklären könnten. Also wir versuchen wirklich, möglichst spielerisch mit den Kindern, aber auch mit den Frauen zu arbeiten.
Die Lesewelt ist ein Angebot für Sprachförderung. Kinder von der 1. bis zur 6. Klasse dürfen das freiwillig besuchen. Die kleine Hexe Holunde, die ist nämlich auch in die Schule gegangen. Das ist mein erster Schultag. Das Projekt hat in dem Sinn mit der sozial umorientierten Schule zu tun, weil unsere Kinder zum Teil aus bildungsfernen Familien kommen, die vielleicht nicht so den Zugang auch zu Büchern haben und zum Lesen. Und wir wollen mit dem Projekt ihnen eigentlich die Möglichkeit geben, auch in ihrer Freizeit so einen lustvollen Bezug zu den Büchern überzukommen. Und so ist es noch weiter gegangen. Ihr dürft in die verschiedenen Angebote kommen, müsst aber gut zuhören, was wir für euch haben. Alle Kinder dürfen einen Trick lernen, einen Zaubertrick. Wow. Und alle Kinder dürfen einen Zaubertrank brauen. Und vielleicht sogar einen Zauberstab basteln, wenn man ganz gut vorwärts kommt. Ich denke, dass sich das Bewusstsein im Schulhaus Meierhöfli bei den Lehrpersonen schon ein bisschen auch verändert hat. In der Hinsicht, dass man nicht nur das Kind eigentlich in der Schule betrachtet mit den Fähigkeiten, Kompetenzen, die das Kind mitbringt, sondern wirklich auch, woher kommt das Kind, aus welchem kulturellen Raum kommt das Kind und so viel bewusster versucht, vielleicht wirklich auch den Unterricht und Unterrichtsprojekt dem anzupassen. Wir sind aktuell dran, unser Leitbild zu überarbeiten, wo eben die sozialräumliche Orientierung, die ganze Elternarbeit, die ganze Vernetzung im Quartier einen sehr hohen Stellenwert hat. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Ausgangspunkt für eine langfristige Umsetzung von dieser Idee und von einer sozialraumorientierten Schule.